Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in diesem Video zeige ich euch, was in eurem Eintrittspreis alles enthalten ist und auch welche Dinge ihr gratis im Disneyland Paris bekommt. Ja, es gibt einige Dinge, die ihr kostenlos bekommt und die zeige ich euch in diesem Video. Wenn ihr eine Eintrittskarte habt fürs Disneyland Paris, sind alle Attraktionen inklusive, außer, jetzt muss ich ablesen, Rustler Roundup Shooting Gallery im Frontierland. Ich zeige euch gleich auch, wie das aussieht. So, das ist die Rustler Roundup Shooting Gallery hier im Frontierland. Da könnt ihr dann so schießen und dafür müsst ihr dann Geld bezahlen. Zusätzlich zu den Attraktionen sind auch alle Shows inklusive. Ihr habt einiges eingekauft in den Shops und wollt die Sachen nicht mit in den Park nehmen, dann gibt es den kostenlosen Shopping-Service. Wenn ihr in einem Disney-Hotel wohnt, könnt ihr die Sachen einfach ins Disney-Hotel schicken lassen. Das geht aber nur bis 15 Uhr am selben Tag und dann könnt ihr es vor Ort in dem Shop in dem Disney-Hotel abholen. Aber falls ihr in keinem der Disney-Hotels wohnt, kein Problem. Ihr könnt die Sachen auch selbst in dem Shop lassen oder euch ins Disney-Village schicken lassen. Einfach den jeweiligen Wunsch an der Kasse nennen, ob Disney Hotel oder hier im Shop lassen oder ins Disney Village liefern lassen. Alles kein Problem und alles kostenlos. Ihr habt euch schon immer gefragt, ob das Internet hier im Disneyland Paris kostenlos ist. Ja, es ist kostenlos. Ihr könnt euer Handy benutzen. Ihr habt Wi-Fi im Hauptpark, in den Walt Disney Studios, im Village, aber auch in den Hotels. Alles gratis. Und vergesst nicht, die Disneyland Paris App runterzuladen. Da habt ihr nützliche Hinweise wie Wartezeiten, welche Attraktionen offen und geschlossen sind, die Restaurants im Überblick, welche Shows heute stattfinden. Ja, also vergesst nicht, die kostenlose Disneyland Paris App auch runterzuladen. Euch sind die Souvenirs wie hinter mir zum Beispiel zu teuer? Dann bastelt doch einfach eure eigenen aus den Sachen, die ihr hier bekommt. Aus Fastpässen, die unbenutzt sind, weil ihr müsst die, wenn ihr sie benutzt, müsst ihr sie leider abgeben. Aber wenn ihr unbenutzte habt, könnt ihr was daraus basteln. Aus dem Programm, aus dem Parkplan. Ihr könnt den Parkplan zu Hause einrahmen und dann habt ihr auch eine schöne Erinnerung an Disneyland. Ihr könnt Ornamente basteln, ihr könnt wirklich kreativ sein und davon könnt ihr so viele mitnehmen, wie ihr wollt. Ein weiterer Tipp von mir ist, dass Leitungswasser in Frankreich komplett kostenlos ist. Egal in welches Restaurant ihr geht, ihr könnt euch Leitungswasser bestellen, ohne etwas zu bezahlen. Es gibt auch Wasserspender hier, überall verteilt im Disneyland Paris. Auch an jeder Toilette findet ihr einen, da könnt ihr eure Trinkflasche einfach mit Wasser auffüllen. So sehen die Wasserspender hier aus. Ihr könnt dann einfach eure Flasche mit dem Wasser befüllen. Manchmal lohnt es sich, zur City Hall zu gehen und zu fragen, ob es etwas Kostenloses gibt. Ich habe hier zum Beispiel diesen Papieranhänger bekommen. Den könnt ihr irgendwo anhängen, den Namen draufschreiben. Oder wenn ihr kreativ seid, irgendwas draus basteln. Also probiert euer Glück und geht einfach mal zu City Hall fragen. Fragen kostet nichts. Ihr wolltet schon immer Donald, Mickey und Co. treffen. Das Meet and Greet ist komplett kostenlos. Ihr könnt auch Bilder mit eurer Kamera machen. Und auch Autogramme geben die Charaktere sehr gerne. Was nicht inklusive ist, sind die Fotos vom Fotopass-Fotografen. Also von den professionellen Fotografen, die hier bei den Charakteren stehen. Aber ihr könnt mit eurer Kamera, mit eurem Handy so viele Fotos und Videos machen, wie ihr wollt. Und da sagt keiner was zu euch. It's my birthday. Thank you. Today, yes. Sorry? What? Yes.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Simone. Wenn ihr in einem Disney-Hotel übernachtet, bekommt ihr diese tollen Seasonal-Buttons gratis. Einfach an der Rezeption nachfragen. Ich bin jetzt hier zur Star Wars und zur Frozen Season. Deswegen gibt es zwei, aber es gibt zu jeder Season, Halloween, Christmas, egal, gibt es diese Buttons in den Disney-Hotels. Einfach nachfragen und ja, bekommt die gratis. Auch wenn die Nutzung der Attraktionen im Eintrittspreis enthalten ist, bitte nutzt den kostenlosen Service der Fastpässe. Was genau Fastpässe sind und wie sie funktionieren, verlinke ich euch bei dem i. Dazu habe ich nämlich auch schon mal ein Video gemacht. Im Prinzip verkürzt ihr eure Wartezeiten für einige Attraktionen und bitte nutzt sie. Bei vollen Tagen sind sie wirklich Gold wert. Was auch viele sicher nicht wissen, ist, dass Kinder unter 3 Jahren in Buffet- und à la carte Restaurants kostenlos essen dürfen. Was auch vielleicht neu sein könnte für den einen oder anderen ist, dass ihr in jedes der Disney-Hotels einfach reingehen könnt. Ihr könnt euch umschauen, ihr könnt ein Kaffee oder eine heiße Schokolade in den Bars trinken oder auch in den Restaurants essen. Alles kein Problem. Ja, natürlich sind die Restaurants und die Bars nicht kostenlos, aber ihr könnt einen Einblick bekommen, wie die Disney-Hotels so von innen aussehen. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr habt etwas dazugelernt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abonnement auf meinem Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr nicht meine aktuellen Videos verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.